Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Weiß. Darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar Thema Grundlagen Optionshandel. Kurze Frage, können Sie mich hören? Ist der Ton soweit in Ordnung? Können Sie auch was sehen? Dann können wir gleich schon starten. Also heutiges Thema Grundlagen der Optionen. Ich werde Ihnen also zeigen, was sind überhaupt Optionen, auf was muss man achten, wie berechnen sich Optionen, und dann schauen wir uns das auch noch mal in der Praxis an, in der TWS. Nochmal kurz die Frage an alle Teilnehmer. Können Sie mich hören? Ist der Ton soweit in Ordnung? Okay, alles klar. Gut. Genau, für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, Sie haben also die Möglichkeit, auf der rechten Seite Ihres Bildschirms auch Fragen loszuwerden. Die werde ich dann auch versuchen zu beantworten. Und ja, ich starte mit einer Präsentation, wo wir erstmal die Grundlagen uns anschauen. Und wie gesagt, am Ende stehe ich natürlich nochmal für Fragen zur Verfügung. So, kleiner Blick. Vielleicht vorab nochmal der Hinweis hier auf unserer Homepage zu den Terminen. Und zwar haben wir ja die Webinarreihe, jetzt sind Grundlagen Optionen. Und zu dieser Webinarreihe bauen im Grunde genommen die letzten beiden Webinare auf. Das heißt, die nächsten beiden, die nächsten Monat kommen und übernächsten Monat. Sehen Sie also hier, Teil 7 ist der Optionshandel und Strategien, Teil 1 und Optionshandel und Strategien mit der TWS Teil 2. Ja, also da schauen wir uns an, wie können wir ja, komplexe Optionsstrategien aufbauen und diese in der TWS umsetzen. Dinge wie Butterfly, Iron Condor und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Also das sehen Sie dann nächsten Monat und darauf dann auch noch im Dezember am 19.12. der Teil 2, wie man den Option Strategy Lab nutzen kann und das Probability Lab zum Beispiel. Also auch noch super Tools innerhalb der TWS. Aber wir wollen heute anfangen mit den Grundlagen. Gut, dazu wechsle ich einmal den Bildschirm, dass Sie auch die Präsentation sehen können. Genau, nochmal kurz zu meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Christian Weiß. Ich bin hier bei CapTrader Managing Director und Geschäftsführer der Academy oder FX Reach jetzt mittlerweile und ja, schon seit fast 20 Jahren aktiv an der Börse. Hab als Bankkaufmann angefangen, dann ein BWL-Studium und auch noch den Eurex-Händler gemacht, und beschäftige mich jetzt seit, ja, 20 Jahren aktiv an der Börse. Hauptsächlich handle ich Aktien und ETFs und Optionen und Futures. Das sind also so die hauptsächlichen Produkte, die ich an der Börse handle. Ja, wir schauen uns heute an, was sind Optionen, wie berechnet man Optionen, was ist ein innerer Wert, was ist auch der Zeitwert. Dann schauen wir uns an, Beispiel Long Call, Long Put, Short Call, Short Put und Covered Call. Aber zunächst einmal wollen wir anfangen, was sind überhaupt Optionen? Und ich habe hier einfach die Definition
von Optionen einmal hier aufgeschrieben. Ich lese das auch nochmal einmal vor und wir gehen das Ganze Schritt für Schritt mal einmal durch, weil das ist eigentlich mit das Wichtigste. Und schauen wir uns das mal an. Also eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Der Käufer einer Option erwirbt gegen Zahlung des Optionspreises, auch genannt Prämie, das Recht, beispielsweise hier im Beispiel die Henkel-Aktie, ja, also ein bestimmtes Finanzinstrument, zum Beispiel die Henkel-Aktie, in festgelegter Menge, das wären dann 100 Stück, an oder bis zu einem Zeitpunkt zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Ja, zu kaufen wäre eine Kaufoption oder Call oder zu verkaufen wäre dann hier in dem Falle ein Put. Also der Käufer, ganz wichtig, hat das Recht, zum Beispiel die Henkel-Aktien für 40 Euro zu kaufen beim Call. Und er zahlt dafür einen Optionspreis, und zwar eine Prämie. Das ist ganz wichtig zu wissen, zur Definition, ja, was ist eine Prämie, was ist der Optionspreis und so weiter, wie sich der zusammensetzt, gucken wir uns gleich noch an. Und wenn es einen Käufer gibt, dann gibt es natürlich auch einen Verkäufer. So, der Verkäufer, auch genannt Stillhalter, übernimmt die Verpflichtung. Das ist ganz wichtig. Ja, die Verpflichtung, den Basiswert, also die Aktien zum Beispiel, zum festgelegten Zeitpunkt zu verkaufen bzw. zu kaufen, sofern der Käufer sein Recht in Anspruch nimmt, das heißt die Option ausübt. Als Gegenleistung erhält er den vom Käufer bezahlten Optionspreis, also diese Prämie hier. Also, Unterschied zwischen Käufer und Verkäufer habe ich jetzt nochmal auf der nächsten Folie zusammengefasst. Der Käufer hat also das Recht, Aktien zu kaufen oder Aktien zu verkaufen. Es ist ein Beispiel, die Aktien, ja, das kann also auch ein Rohstofffuture oder sonst irgendwas sein. Also einen Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen. Und der Verkäufer hat hingegen die Pflicht, ja, das ist ganz wichtig, Aktien zu verkaufen, oder die Aktien zu kaufen und abzunehmen. Das ist also ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ja, der Verkäufer hat die Pflicht und der Käufer hat das Recht. Ja, wenn Sie also ein Recht haben, das Recht können Sie also auch verfallen lassen. Ja, also wenn es keinen Sinn macht, diese Option auszuüben, so nennt man das, dann lassen Sie Ihr Recht einfach verfallen. Und der Verkäufer aber der Option, der muss Ihnen auf jeden Fall die Aktien verkaufen, also liefern. Der hat die Pflicht, die ihnen zu geben. Und das ist natürlich ein viel größeres Risiko. Das heißt, er muss die Aktien haben. Und wenn er sie nicht hat im Depot, dann muss er die gegebenenfalls zu einem sehr, sehr teuren Kaufkurs erst noch erwerben. Aber das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Käufer und Verkäufer von Optionen. Und es gibt zu jedem dieser ja, dieser Beispiele hier, also Kauf eines Calls, Kauf eines Puts und Verkauf eines Calls und Verkauf eines Puts, dementsprechend verschiedene Rechten und Pflichten. Jetzt kommt die erste Frage, wäre es möglich, den Aktienmarkt zu verlassen und Optionen im Future-Markt zu handeln? Das können wir uns gerne mal anschauen. Die ersten Beispiele hier sind alle
auf den Aktienmarkt bezogen, weil wir uns ja da mit den Grundlagen beschäftigen. Aber Sie können die Begrifflichkeit natürlich genauso auf den Optionen, auf die Future-Optionen übertragen. Jetzt möchte ich, bevor ich noch zur Definition komme und zur Optionspreisberechnung, möchte ich einen kleinen Exkurs starten, und zwar was Thema Wahrscheinlichkeiten angeht. Also Option, Sie haben ja bei einer Option, haben Sie ja wie gesagt das Recht, die Aktien zu kaufen, und zwar bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich zeige nochmal eben die Folie, damit Sie sich das nochmal anschauen können. Kleiner Blick. Genau. Ja, also mit der Käufer einer Option erwirbt gegen Zahlung des Optionspreises das Recht, die Henkel-Aktien für 40 Euro bis Ende des Jahres zu kaufen. So. Und im Aktienmarkt wird ganz genauso mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet. Das heißt, die Optionspreise berechnen sich auch nach der Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Ereignis eintritt. Und um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich hier auf den nächsten Folien mal ein Beispiel gemacht, und zwar zur Fußball-Bundesliga. Und zwar waren dies die Wettquoten eines Wettanbieters, und zwar vor der Fußball-Bundesliga-Saison, die aktuell läuft. Und was bedeutet das, wenn wir uns das jetzt mal anschauen? Wir sehen also die verschiedenen Wettquoten, und aus den Wettquoten kann man dann auch die Wahrscheinlichkeiten herleiten, die jetzt die Wettanbieter aktuell für den Gesamtmarkt, hätte ich mal gesagt, für die gesamte Bundesliga hier hervorrufen. Und zwar Bayern München war hier eine Wettquote von 1,18. Ja, das ist in Prozent, also die rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 84,7%, dass Bayern deutscher Meister wird. Borussia Dortmund hatte eine Quote von 7,5, um das mal in Prozent auszudrücken, ist 13,3% Wahrscheinlichkeit, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Ja, und bei Leipzig war die Quote bei 6,66% Wahrscheinlichkeit. Und wie gesagt, das waren die Quoten vor der Saison. Ja, da war noch nicht ein Spiel gespielt. Und um mal zu sehen, wie sich die Wahrscheinlichkeiten verändern, habe ich jetzt mal hier die aktuellen Wettquoten mal daneben gestellt. Das ist also von heute. Und ja, schauen wir uns an. Bayern ist also mit einer Wahrscheinlichkeit von 92,6% nun bepreist. Also es ist angestiegen. Und Dortmund ist deutlich gefallen, natürlich von 13,33% auf 5% Wahrscheinlichkeit, dass sie noch deutscher Meister wurden. Und deswegen ist die Quote hier auch bei 19 aktuell, von vorher 7,5, was wir hier hatten. Und Sie werden sehen, also nicht nur in der Bundesliga, sondern auch an der Börse, je näher wir dem Zeitpunkt der deutschen Meisterschaft, also nächstes Jahr im Mai, näher kommen, desto unwahrscheinlicher wird es natürlich, dass die eine oder andere Mannschaft es noch schaffen kann, und desto wahrscheinlicher ist es dann eventuell für Bayern oder für wen auch immer, wirklich dann auch deutscher Meister zu werden. Und genau das Gleiche haben wir an der Börse, wenn wir sagen, wir haben das Recht, eine Aktie für einen bestimmten Kurs zu erwerben. Je stärker die Aktie dem Kurs nahe kommt oder je stärker die Aktie steigt und je weniger Zeit noch verbleibt, desto wahrscheinlicher ist ja, dass so ein Ereignis eintritt. Und beziehungsweise je länger Zeit noch übrig ist, desto wahrscheinlicher ist das natürlich. Und je weniger Zeit noch übrig ist, desto unwahrscheinlicher ist sowas. Und dann kommen wir mal in die Berechnung rein.
Ich hoffe, das Beispiel hier mit der Bundesliga ist so ein bisschen klar geworden, was Wahrscheinlichkeiten angeht. Und das setzen wir dementsprechend auch an bei Optionspreisen und deren Berechnung. Zunächst wollen wir aber jetzt mal anschauen, nochmal zur Theorie zurück. Was ist überhaupt ein Optionspreis? Also diese Prämie, die man dann immer vereinnahmt. Und woraus setzt sie sich zusammen? Ja, Sie sehen es schon, der Optionspreis ist der innere Wert und der Zeitwert. Diese beiden Komponenten. Also, wir sehen das hier nochmal als Definition. Der Optionspreis setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, dem inneren Wert und dem Zeitwert. Der innere Wert, ja, wann haben wir einen inneren Wert? Und zwar eine Option, die es ermöglicht, den Basiswert zum Bewertungszeitpunkt günstiger als am Markt zu kaufen, beziehungsweise teurer zu verkaufen, besitzt einen inneren Wert. Der innere Wert kann nur positiv oder null sein. Also, entweder es gibt einen inneren Wert oder es gibt keinen. Ja, wenn es keinen gibt, dann ist der null. Oder wenn es einen gibt, dann ist der dementsprechend positiv. Also, ich habe das Recht, die Henkel-Aktien zu 40 Euro zu kaufen. Steht die Henkel-Aktie zum Bewertungszeitpunkt darüber, sagen wir mal bei 50 Euro, dann hat die Option einen inneren Wert. Ja, dann macht es Sinn, die Option auszuüben, sprich die Aktien bei 40 Euro zu kaufen. Und hat sie keinen inneren Wert, also steht die Aktie, sagen wir mal, bei 30, dann macht es natürlich keinen Sinn, die Option auszuüben für 40, wenn ich sie doch an der Börse für 30 kaufen kann. Ja, macht natürlich da keinen Sinn. Wenn ich natürlich noch ein paar Monate Zeit habe, ja, dann kann ich mir das anschauen und dann entscheiden. Wie gesagt, als Käufer einer Option habe ich das Recht, die Option auszuüben. Muss es aber nicht. Ist genauso nochmal ein anderes Beispiel wie bei Versicherung. Ja, Sie zahlen Haftpflichtversicherung oder Sie zahlen Versicherung für Ihr Auto. Das Auto wird versichert. Ja, Sie haben das Recht, die Versicherung in Anspruch zu nehmen. Müssen Sie aber auch nicht. Na, wenn Sie es nicht brauchen, wenn Sie keinen Unfall haben, brauchen Sie nicht die Versicherung anrufen. Wenn Sie einen Unfall haben und Sie haben Schaden, dann haben Sie das Recht, ja, die Option zu ziehen sozusagen und die Versicherung kommt für den Schaden auf. Die Versicherung kalkuliert natürlich damit, dass sie 20 Jahre lang keinen Unfall bauen und 20 Jahre lang die Optionspreise bzw. die Prämien, die Versicherungsprämien zahlen und bloß keinen Unfall haben. Und so handeln wir auch hier in der Vermögensverwaltung unter anderem. Wir verkaufen Optionen, das heißt, wir nehmen die Prämie ein unter der Annahme, dass ein bestimmtes Ereignis nicht passiert. Und wenn Sie Käufer sind von Optionen, dann sind Sie immer direkt ja auf eine bestimmte Marktrichtung investiert. Aber das ist jetzt nochmal ein kleiner Ausblick auf die Strategien, die Sie in den nächsten Webinaren erwartet. Also, Optionspreis haben wir uns angeschaut. Es gibt einen inneren Wert und einen Zeitwert. So, wann es einen inneren Wert gibt, haben wir uns angeschaut. Das heißt, wenn ich also die Option günstiger beziehen kann als aktuell an der Börse, dann gibt es einen inneren Wert. Oder beim Put natürlich, wenn ich die teurer verkaufen kann. Dann schauen wir uns den Zeitwert an. Was ist der Zeitwert? Wir haben Sie wahrscheinlich jetzt schon sich denken können. Und zwar, der Zeitwert verkörpert die Chance, dass sich die Erwartungen des Käufers über die Entwicklung des Basiswertes während der verbleibenden Laufzeit erfüllen. Dafür ist er bereit, einen gewissen Betrag, den Zeitwert, zu bezahlen.
Beispiel nochmal Bayern München. Vor der Saison ist noch eine ganze Saison zu spielen. Es ist natürlich nicht so gewiss, ob Bayern deutscher Meister wird oder nicht. Klar, man kann schauen, was war in den letzten Jahren und wie ist die Mannschaft. Man kann das einschätzen, kann sagen, ja, wird wohl wieder so sein. Aber wenn Bayern die ersten 10 Spiele verliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sicherlich anders. Wenn aber jetzt noch 3 Spieltage zu spielen sind und Bayern liegt 8 Punkte vor, muss nur noch einen Unentschieden holen in den letzten 3 Spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Der Zeitwert ist sehr, sehr gering. Ja, und so ist das hier auch an der Börse. Das heißt, mit zunehmendem Zeitwert fällt der Preis der Option stark ab, weil natürlich dann die Eintrittswahrscheinlichkeit dementsprechend, ja, dass etwas eintritt, dementsprechend höher ist, wenn wir schon kurz davor sind, oder halt niedriger ist, weil halt nur noch 2 Wochen bis zu dem Zeitwertsverfall da sind und es fast unmöglich ist, dass noch irgendwas passiert. Also umgekehrt ist der Zeitwert der Ausgleich, den der Verkäufer für das eingegangene Risiko erhält. Je mehr sich eine Option ihrem Verfalldatum nähert, desto kleiner wird der Zeitwert, bis er schließlich am Verfalltag 0 beträgt. Der Zeitwertverfall beschleunigt sich mit dem Zeitablauf. Das soll man hier so etwas verdeutlichen. Ja, er beschleunigt sich zum Ende hin. Ja, also der Zeitwert ist der Ausgleich, den der Verkäufer für das eingegangene Risiko erhält, vergleichbar mit der Versicherung. Ja, die Versicherung hat das Risiko, dass sie einen Unfall bauen. Klar, sie werden dann hochgestuft, müssen höhere Prämien zahlen, aber die Versicherung hat das Risiko und muss dann für den Schaden aufkommen. Und dafür verlangt die Versicherung eine Versicherungsprämie. Genauso der Verkäufer der Option bekommt die Prämie. Gut, Optionspreis. Eine Option, die einen inneren Wert besitzt, wird auch im Geld oder in the money bezeichnet. Zweites Beispiel oder zweiter Fall, eine Option ohne inneren Wert heißt aus dem Geld oder out of the money und direkt am Ausübungspreis oder am Marktpreis sagt man am Geld oder at the money. Ja, diese 3 Möglichkeiten gibt es. Ja, also hier ist der Aktienkurs, hier ist am Geld, ja, am Geld ist hier, hier unten ist beim Call jetzt hier dementsprechend aus dem Geld und hier oben, Entschuldigung, hier oben ist aus dem Geld und hier unten ist im Geld. Im Geld, aus dem Geld und am Geld. Das Ganze nochmal in der Übersicht beim Call und beim Put ist natürlich dementsprechend umgekehrt. Also Beispiel Call. Ja, also Käufer einer oder eine Kaufoption. Ausübungspreis ist kleiner als der Kurs des Basiswertes. Ja, also das ist der Kurs des Basiswertes. Der ist hier, ja. Und der Ausübungspreis ist hier unten, also kleiner. Ja, dann ist die Option im Geld. Beim Put dementsprechend aus dem Geld. Am Basiswert, am Geld und Ausübungspreis größer des Basiswertes, also hier oben, dann ist der Call aus dem Geld und beim Put umgekehrt, der Put wäre dann im Geld. Na, also im Geld, es gibt einen inneren Wert, aus dem Geld, es gibt keinen inneren Wert.
Gut, kommen wir zum ersten Beispiel. Und zwar Long Call. Was ist ein Long Call? Long heißt, ich kaufe etwas, ich bin long und Call ist eine Kaufoption. Also Kauf einer Kaufoption. Ich kaufe jetzt eine Kaufoption. Ja, was ist eine Kaufoption? Ich habe das Recht, Aktien zu kaufen. Ich habe die Option, Aktien zu kaufen. Diese Option kaufe ich. Für den Kauf dieser Option zahle ich eine Prämie. Das ist hier diese Prämie hier. Die zahle ich, ja, dafür, dass ich eine Option habe, dass ich ein Recht habe, muss ich natürlich eine Prämie zahlen und dadurch bin ich erstmal im Minus hier. Ja, Verlust und Gewinn. Ich starte quasi mit der Option im Minus. Und irgendwann, wenn die Aktie hier, das ist der Preis der Aktie von niedrig zu plus, ja, und wenn die Aktie steigt in diese Richtung, dann steigt hier irgendwann auch mein Diagramm und ab hier ist der Break-Even und ab hier mache ich Gewinn nach oben. Ja, das ist also das Diagramm eines Long Calls. Wir machen dazu ein Beispiel. Beispiel ist, im Mai erwartet ein Anleger einen kurzfristigen Kursanstieg der Adidas-Aktie. Er möchte jedoch nicht das Risiko eines Kursrückgangs eingehen. So. Das heißt, er möchte jetzt nicht die Aktien kaufen, weil er dann Angst hat, wenn die Aktien fallen, ne, dann mache ich Verlust. Er möchte aber einen kurzfristigen Kursanstieg profitieren und deswegen kauft er einen Call. Ausgangssituation. Der Aktienkurs von Adidas beträgt 67 Euro. Wie gesagt, ist jetzt hier ein Beispiel, kein aktuelles Beispiel, aber es ist ja egal, ist fiktiv. Und der Kurs der Call-Option mit Laufzeit Juni, Strike 65, steht bei 3,10 Euro. Okay? Das heißt, er kauft einen Call Adidas, Laufzeit Juni, Strike 65 für 3,10 Euro. Eine Option kostet dementsprechend, oder der Optionspreis ist 3,10 Euro. Und der aktuelle Kurs ist bei 67 und er hat also das Recht, die Aktien für 65 Euro zu erwerben. Zahlt natürlich 3,10 Euro, das heißt, die 3,10 Euro müssen wir auf die 65 noch drauf addieren. Ja, und da sind wir bei 68,10 Euro. Und das ist das, was wir uns hier anschauen in der nächsten Folie. Gewinn und Verlust am Laufzeitende des Adidas Calls. 65 Basispreis für 3,10 Euro. Beispiel. Zum Laufzeitende steht der Adidas Kurs bei 61. Ja, was würden Sie jetzt machen? Sie haben das Recht, die Adidas-Aktie für 65 zu kaufen. An der Börse steht die Aktie aber bei 61. Ja, dann lassen Sie doch natürlich Ihre Option verfallen. Ja, also Ihr Recht, was Sie haben, lassen Sie verfallen. Und deswegen ist dieser Call dann auch wertlos. Und Sie haben Ihre Prämie komplett verloren. Diese 3,10 Euro haben Sie
komplett verloren. Ja, sie haben bezahlt für ein Recht, was sie nicht in Anspruch nehmen, weil es keinen Sinn macht. Und deswegen haben sie die 3,10 € verloren. Genauso beim Kurs von 63 oder beim Kurs von 65. Ja. Beim Kurs von 67 hätte der Call einen Wert von 2 Euro und dadurch haben sie nur 1,10 € verloren, weil sie ja 3,10 € bezahlt haben und sie gewinnen 2 Euro, also haben sie dementsprechend 1,10 € verloren. Ab dem Kurs von 68,1, also 68,10 €, das sind die 65 plus die 3,10 €. Ja, das ist das, was sie gezahlt haben, um die Aktie zu erwerben. Bei 65 haben sie ja 3,10 € bezahlt. Also ist da der Break-Even. Ja, weil der Call ist 3,10 € wert und sie haben plus minus 0 bezahlt. Und ab hier machen sie die Gewinne. Ja, wenn der Aktienkurs nach oben steigt, machen sie Gewinne. Und zwar der Call steigt hier nach oben von 4, 6, 8, 10 Euro und der Gewinn steigt hier dementsprechend auch. Das Ganze nochmal zusammengefasst in der Grafik. Ja, Long Call. Ich habe 3,10 € gezahlt hier. Bin also hier 3,10 € hier im Minus. Hier ist der Strike, die 65. Und sobald der Kurs die 65 erreicht und nach oben geht, schmälert das meine gezahlte Prämie. Und ab hier, ab 68,10 € mache ich nach oben hin Gewinn. Gibt es dazu noch Fragen? Also das war jetzt das einfachste Beispiel im Grunde. Ich kaufe eine Call-Option, habe das Recht, Aktien zu erwerben. Wann macht das Sinn? Wann macht das keinen Sinn? Haben jetzt Volatilität und alles, was dazugehört, Zeitwertverfall und so, ist gar nicht mitgerechnet. Wir haben einfach geschaut, wie steht der Kurs am Laufzeitende? Das ist das, was uns interessiert. Und wann haben wir Gewinn und wann nicht? Gut, wenn es einen Long Call gibt, was gibt es auch? Einen Short Call. Und der sieht dementsprechend ähnlich aus, fast spiegelverkehrt, also gespiegelt an der X-Achse. Und zwar der Verkäufer einer Kaufoption. Ja, Sie haben den Call gekauft, ich habe den verkauft, ich bekomme hier die 3,10 € von Ihnen. Ja, mein Gewinn ist hier auf die 3,10 € gedeckelt sozusagen. Das heißt, ich kann nicht mehr Gewinn machen als die 3,10 €. Und ich mache Verlust hier ab 65 und wenn es nach unten geht, dann schmälert mein Gewinn. Und sobald hier die Aktie über diese 68,10 € steigt, dann mache ich hier dementsprechend einen großen Verlust. Ja, beim Short Call. Also ich habe ein begrenztes Gewinnpotenzial und ein unbegrenztes, also theoretisch unbegrenzt, ja, wenn die Aktie auf unbegrenzte Höhen steigt, weil da muss ich die Aktie nämlich zu einem unbegrenzten Kurs kaufen, sagen wir mal für 1.000 oder 10.000 Euro, muss ich das Aktien kaufen und die muss ich dann Ihnen für 65 Euro verkaufen oder liefern. Also das ist das Gegenteil zum Long Call, ist der Short Call.
Und dafür müssen Sie natürlich eine Marge hinterlegen, eine Sicherheit, um überhaupt diese Stillhaltergeschäfte zu tätigen, sprich Short Call oder Short Put. Wie Sie das mit Strategien verändern können, das heißt, Sie können Call Spreads oder Put Spreads machen. Ja, das heißt, Sie sichern sich dann nochmal ab, indem Sie dann oberhalb des Short Calls noch einen Long Call setzen. Ja, dann haben Sie nach oben hin das Verlustpotenzial begrenzt. Aber das schauen wir uns dann wieder bei dem nächsten Webinartermin an. Gut, dann kommen wir zum Put. Long Call und Short Call haben wir uns angeschaut. Dann gibt es natürlich noch einen Long Put. Long Put, Kauf einer Verkaufsoption. Ja, ich kann eine Kaufoption kaufen, ich kann aber auch eine Verkaufsoption kaufen. Was habe ich jetzt für ein Recht? Ja, ich habe das Recht, die Aktien zu verkaufen. Wann mache ich das? Um zum Beispiel meine Aktien gegen Kursverluste abzusichern. Beispiel, ich habe Aktien, die stehen bei 100 Euro. Ich sage ja, maximal 20% bis 80 Euro dürfen die fallen, aber nicht weiter. Dann kaufe ich einen Put mit Basispreis 80. Ja, dann kann passieren, was will. Da kann die Welt auf gut Deutsch untergehen. Hauptsache, die Börse kann auch gehandelt werden. Dann bekomme ich meine Aktien für 80 verkauft, auch wenn sie bei 20 eröffnen, übers Wochenende. Deswegen ist der Short Put immer besser als ein Stop Loss, weil beim Stop Loss werden Sie zum nächsten Kurs am Markt ausgeführt. Der nächste Kurs am Montagmorgen kann 20 Euro sein, wenn der Stop Loss bei 80 ist. Mit dem Short Put kann ja das nicht passieren, weil da hat, wie gesagt, der Verkäufer des Put muss Ihnen die Aktien abnehmen. Und Sie haben das Recht, die zu verkaufen. Also mit dem Long Put kaufen Sie sich das Recht, Aktien zu verkaufen. Sie zahlen hier wieder eine Prämie. Dadurch starten Sie im Minus mit dem Gewinn- und Verlustdiagramm. Und wenn die Aktie von Plus auf Minus fällt, ja, ist irgendwann hier Ihr Strike, dann verbessern Sie Ihre Prämie, das heißt, Sie kriegen Geld zurück und ab hier ist Ihr Break-Even und ab da machen Sie Gewinn nach unten nicht unbegrenzt, weil weiter als null kann keine Aktie fallen. Nicht in den negativen Bereich haben wir bis jetzt noch, zumindest noch nicht gehabt. Ich glaube, das kommt auch nicht, aber haben wir bei Negativzinsen auch gesagt. Gibt's nicht, kann es nicht geben. Kann es schon geben, aber ich sag mal, eine Aktie kann nicht unter Null fallen. Das heißt, das Gewinnpotenzial ist hier bis auf Null sozusagen gedeckelt. Gewinnpotenzial natürlich nur bei, wenn Sie keine Aktien haben, wenn Sie jetzt auf eine Aktie setzen, wo Sie sagen, ja, die fällt stark und dann mache ich Gewinn. Wenn Sie das Ganze als Absicherungsposition nehmen. Das heißt, wenn Sie die Aktien haben, dann ja, machen Sie in dem Gegenwert Gewinn, wie die Aktien dann weiter gefallen ist und Sie kriegen den Verkauf des Strikes, den Sie gesetzt haben. Gibt es dazu Fragen? Ich sehe erstmal keine Fragen. Dann noch den Short Put. Ist dann dementsprechend das Gegenteil. Ich verkaufe eine Verkaufsoption. Ich bin also Verkäufer dieser Verkaufsoption.
Ich erhalte die Prämie und ich habe dann ein Problem, wenn der Aktienkurs fällt, weil dann mache ich Verlust. Wo der Käufer des Puts Gewinn macht, macht der Verkäufer des Puts Verlust. Ab hier dann dementsprechend das Gegenteil. Gut, schauen wir uns das mal in der TWS an. Wie kann ich jetzt überhaupt so eine Option handeln? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich möchte, gehen wir mal hier auf den amerikanischen Markt, hier die letzte Aktie Walt Disney, ja, steht bei 102 Dollar aktuell. Das heißt, ich gebe hier ein das Symbol DIS, DIS, drückt die Enter-Taste. Und dann kommt hier ein Menü, Aktie, Futures, Optionen, Optionsscheine und so weiter, CFDs. Ich möchte Optionen handeln. Dann klicke ich hier auf den Punkt und dann öffnet hier ein Fenster, mit dem Sie Optionen handeln können. Und zwar werden Sie zunächst einmal hier links oben, ich hoffe, Sie können das alles so vernünftig sehen, ja, hier oben wählen Sie die Laufzeit der Option aus. Ja, 17 Tage, 52 Tage, 80 Tage. Ja, das sind jetzt die Monthly Options, das heißt die monatlichen Optionen. Dann sehen Sie hier links Calls und auch da auf der rechten Seite Puts. Hier in der Mitte ist der Basispreis. Also der Strike. Und wir sehen, aktueller Kurs ist ungefähr 102. Ja, das heißt, hier bei 103 sind die Optionen am Geld und beim Call hier unten im Geld und hier aus dem Geld. Delta von 0,5 sagt immer, die Option ist am Geld. Und Delta von 10 hier oben wäre eine typische Out-of-the-Money-Option. Und hier links sehen Sie Optionspreise. Die Prämien, die Sie zahlen müssen, Geldbrief, das heißt, wenn Sie jetzt einen Call kaufen, ja, ein 100er Call zum Beispiel, würde Sie 3,20 Dollar kosten. Also 320 Dollar. Für das Recht, 100 Disney-Aktien zu erwerben. Jetzt kommt eine Frage, welcher Optionspreis wird jeweils genommen? Verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig. Also wenn Sie jetzt einen Call kaufen, ja, Sie haben hier ein Bit, einen Geldkurs und einen Briefkurs. Entschuldigung, habe ich ein bisschen, mach das mal ein bisschen breiter auseinander. Ja, Geldkurs und Briefkurs. Okay. Und wenn Sie kaufen, dann kaufen Sie zum Briefkurs. Das heißt, hier für 3,20 €. Wenn Sie verkaufen, dann für 3,10 €. Dann versuchen Sie am besten immer dazwischen zum Zug zu kommen. Ja, also wenn Sie das Limit aufgeben für 3,15 €,
dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Welcher Optionspreis wird jeweils genommen? Hier können Sie noch auswählen, welche Basispreise wollen Sie sehen? Alle, hier, die es gibt, oder benutzerdefiniert nach einer Standardabweichung, wie viel Basispreise hier beispielsweise, alle oder was auch immer. Ja, da können Sie hier umscrollen. Dann können Sie sagen, ich möchte hier auch die Weekly Options, die wöchentlichen Optionen sehen. Ja, dann sehen Sie also hier 10 Tage, 8. Dezember, danach 17 Tage, dann 24 Tage. Das heißt, hier haben Sie die verschiedenen Laufzeiten. Ja, also ob Sie wöchentliche Optionen auswählen oder nur die monatlichen Verfalltage hier. Das können Sie hier auswählen. Die zweite Möglichkeit, Optionen zu handeln, und dafür ist die TWS super gemacht, das ist der Option Trader. Ich gehe nochmal in die Walt Disney Aktie. So, das hier ist der Option Trader, und jetzt haben wir eigentlich dieses Bild, was wir eben uns angeschaut haben, nochmal in groß, also hier unten. Das Ganze hier sind die Optionsketten. In der Mitte wieder die Basispreise, dann die Calls und die Puts. Und Sie können sich natürlich hier noch die ganzen Griechen anzeigen lassen oder was auch immer, implizite Volatilität und so weiter und so fort. Also da haben Sie die verschiedensten Möglichkeiten. Dazu gehen Sie ganz einfach mit der rechten Maustaste auf die Spalten und sagen, hier, ich möchte hier noch den und den Wert hinzufügen, den Sie da sehen wollen. Ja, zum Beispiel Zeitwert in Prozent und so weiter und so fort. Ich nehme es wieder raus. So, das zum Option Trader. Hierbei, dazu kommen wir aber dann im nächsten Webinar, können Sie auch den Strategy Builder nehmen. Da können Sie sagen, ja, ich verkaufe jetzt irgendwo hier einen Call, ja, den setze ich hier oben hin, und als Absicherung kaufe ich noch einen Call darüber, und dann habe ich hier diesen Bear Call Spread hier. Das wird mir dann hier als Diagramm auch angezeigt. Ansonsten, wenn Sie jetzt so eine Option handeln wollen, also ich habe das jetzt hier mit verzögerten Kursen, aber das ist ja ganz egal, das ist einfach ja nur ein Beispiel. Ja, also wenn Sie sagen, okay, ich schaue mir jetzt an, die bis Ende des Jahres, ja, 29. Dezember, wird die Disney-Aktie noch steigen beispielsweise, und ich gehe davon aus, ja, die steigt über 105 beispielsweise, und Sie kaufen ein 105er Call, dann würden Sie hier dementsprechend für 72 Cent den kaufen. Und gut, jetzt ist natürlich das ein sehr, sehr breiter Spread, wie gesagt, bei verzögerten Kursen, die wir jetzt hier haben, und bei diesen Weekly Options, da müssen Sie also darauf achten. Also so würde ich das jetzt nicht handeln, aber Sie haben halt die Möglichkeit, ich gehe mal hier auf die Standard, die monatlichen Optionen. Ja, relativ weite Spreads. Aber wie gesagt, das ist ja nur ein Beispiel hier, so einen Call zu kaufen. Sie klicken hier drauf auf den Ask-Kurs. Das ist dann das Order-Ticket. Und dann geben Sie hier das Limit ein. Beispielsweise hier. $0,41. Dann können Sie auf die Vorschau gehen. Was kostet sie das? Sie kostet sie 41 US-Dollar. Ja, das ist das, was sie hier sehen. 41 US-Dollar, weil sie ja Limit 41 jetzt eingegeben haben, und sie kaufen den 105er
Call. Ja, zum Beispiel für 41 steht bei 39 zu 44. Haben jetzt 41 eingegeben. Wahrscheinlich müssen sie 42, 43 bezahlen. Das wird man dann sehen. Was kann man hier noch einblenden? Das sogenannte Performance-Profil. Ja, das ist auch ein super Profil. Und zwar können Sie jetzt hier sehen beim Long Call. Das ist das, was wir uns eben angeschaut haben. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ja, das ist also dieser Long Call und diese gepunktete Linie ist die, die wir eben uns angeschaut haben. Und die durchgezogene Linie, das ist die Stand heute. Ja, also Stand heute. Muss ich mal eben schauen, ob ich hier auch malen kann. Kleiner Blick. Genau. Stand heute, 28. November, ist also diese durchgezogene Linie hier, die obere. Und zum Ende der Laufzeit, 15. Dezember, das ist hier die gepunktete Linie hier. Und das heißt, mit dem Zeitwertverfall geht diese Kurve immer weiter runter und wird dann am Ende zu dieser gepunkteten Linie. Das bedeutet, wenn Stand heute der Kurs sich nicht mehr bewegt, das können Sie also hier sehen. Mache ich wieder kleiner. Ich hoffe, Sie können das hier sehen, einigermaßen hier dieses Bild. Bisschen klein. Also das ist der aktuelle Kurs. 10% verschieben. Wenn sich der vom aktuellen Kurs nicht mehr bewegt, dann haben Sie diese jetzt hier 44 Euro. Ich habe zwar 41, aber der nimmt immer den Ask-Preis verloren, die gesamte Prämie verloren. Wenn die Aktie aber um 5% steigt, das sehen wir also hier, ja, dann machen Sie Gewinn. 272 Euro in dem Fall. Um 10% 787 Euro Gewinn beim Long Call. Das können Sie sich natürlich auch anzeigen lassen mit 5% Verschiebung. Ich kann es leider nicht größer machen, jetzt hier die Schrift. Ich hoffe, Sie können es trotzdem lesen. Ja, also so können Sie sich hier, Sie können auch sagen, ja, wie sieht das denn aus, wenn ich das Ganze nur eine Woche halte oder bis zum Ende des Monats beispielsweise? Ja, da verändert sich natürlich nicht viel an der Kurve, aber Sie können sehen, bis zum 30. November, wenn die Aktie 1% steigt, habe ich schon 22 Euro Gewinn gemacht. Ja, also das sehen Sie. Also solange jetzt hier nicht die Volatilität noch steigt und so weiter und so fort bei allen anderen gleichen Bedingungen. Ja, weil wenn nur der Aktienkurs um 1% steigt, dann hätte ich hier 22 Euro Gewinn gemacht oder 3% steigt, hätte ich 127 Euro Gewinn gemacht mit diesem Kauf des Calls. Das ist dieses Performance-Profil. Jetzt kommt die Frage, ja, wie verkaufe ich denn einen Call? Ja, also ich habe jetzt gerade gezeigt, wie ich einen kaufe. Ja, wie verkaufe ich den? Ganz einfach. Ich kann auch sagen, den 105er Call gehe hier auf den Geldkurs, ja, gehe auf Verkaufen. Dann kommt hier wieder mein Order-Ticket. Hier oben steht Buy und Sell. Ja, also das ist hier dementsprechend Buy und Sell. Und so verkaufe ich meine Option. Ja, ich sage Verkauf ein Stück, Limit meinetwegen 42, Vorschau. Performance-Profil. Nochmal in groß. Ja, und das ist der Short Call. Ich bekomme eine Prämie. Und diese Prämie kann ich behalten, wenn der Aktienkurs fällt.
Ja, dann kann ich die Prämie behalten. Ne, bei minus 1%, bei minus 3 oder bei minus 5% kann ich die kompletten 40 Euro hier behalten. Auch wenn der Kurs gleich bleibt oder wenn er sogar nur 1% steigt, kann ich meine Prämie behalten, weil ich habe ja einen 105er Call verkauft und wenn zum Laufzeitende der Kurs bei 104,07 ist, ja, dann ist er zwar leicht gestiegen um 1%, aber nicht bis auf 105, dann kann ich meine Prämie behalten. Ja, aber wenn natürlich das eintritt, was ich nicht will, wenn der Kurs um 3% oder um 5% steigt, dann verliere ich hier 73 oder 280 Euro oder Dollar, besser gesagt. So, und dann kommt eine Frage, wie mache ich das gleich mit, wenn ich gleich den Rückkauf der Option zu einem bestimmten niedrigen Preis mit anlegen möchte? Ja, das können Sie, also Sie können das nicht gleichzeitig machen. Ich kann jetzt mal hier beispielsweise machen wir mal das einfache Beispiel, den Kauf des Calls. Kleiner Blick. Ich kaufe also einen Call, gehe auf Übermitteln. Und ich kann jetzt nicht direkt an diese Kauforder noch einen Verkauf reinlegen. Das kann ich nicht machen. Wenn ich aber die Option im Depot habe, wenn der Kauf ausgeführt ist, dann kann ich den Rückkauf eingeben. Ja, ich kann also nicht einen Kauf und einen Verkauf gleichzeitig eingeben, das geht nicht. Aber ich kann, sobald mein Kauf ausgeführt ist, dann kann ich auch dementsprechend den Verkauf eingeben. Ich ändere mal jetzt hier auf Market, nur um das zu simulieren. Jetzt bin ich ausgeführt. Ja, also ich habe einen Long Call jetzt hier im Depot. Wie gesagt, ist ein Testkonto. Und jetzt kann ich sagen, ich warte mal, bis die Zeile jetzt hier weggeht. Jetzt kann ich sagen, okay, auf meine Position, auf meinen Long Call, ja, möchte ich schließen, ja, also dadurch mache ich das Gegengeschäft. Verkauf ist hier voreingestellt und ich sage, okay, den möchte ich ja mit, was weiß ich, 100% bei 0,80 möchte ich den verkaufen. Ja, und dann setze ich hier mein Verkaufslimit rein. Ich kann auch einen Stop-Loss reinsetzen. Also Stop-Orders würde ich bei Optionen nicht anwenden. Sie sollten Ihren Stop-Loss natürlich im Kopf haben und dann, wenn das eintritt, die Position per Limit schließen. Genau, da kommt eine Frage, ja, der tatsächliche Preis ist da mal 100, genau, also Sie haben, gucke jetzt gerade mal, ob ich das hier sehen kann. Genau, das ist jetzt hier die Beschreibung zu der Option und der Multiplikator ist also bei Aktien Option immer 100. Ja, das heißt, mit einer Option haben Sie das Recht, 100 Aktien zu erwerben. Und das heißt, den Optionspreis, den müssen Sie mal 100 rechnen. Also 0,42, dann würden Sie 42 Dollar bezahlen. Hier sehen Sie auch das letzte Handelsdatum und wann die Option dann verfällt. Hier vielleicht nochmal das Symbol, ja, DIS für Disney.
so wird das gelesen, ja. 17 ist das Jahr, 12 der Monat, 15 der Tag, dann Call, ja, und das ist ein 105er Call, den Sie dementsprechend hier handeln. Settlement-Methode, physische Lieferung, das ist auch ganz wichtig, weil wir bekommen dann die Aktien ins Depot geliefert. Ja, also wenn wir jetzt wenn wir den Call ausüben, sagen, alles klar, ich möchte die Aktien haben, dann kaufen wir die Aktien und dann kriegen wir die Aktien ins Depot geliefert. Jetzt zeige ich Ihnen nochmal schnell das Ganze bei Future-Optionen. Nehmen wir den ES, E-Mini, Future-Option. Da können Sie es hierüber auswählen, können sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen Dezember 2017 haben. Dann kommt hier dieses Fenster, wo Sie dann die wöchentlichen Optionen und so weiter auswählen können. Sie können sagen, ich möchte einen Call, ich möchte den Strike, ich möchte diese Laufzeit haben. Dann haben Sie hier diese Option. Oder aber ich empfehle das immer auch über den Option Trader zu machen. Ja, Sie geben hier oben ES ein. E-Mini Globex Future. Zum Beispiel den Dezember-Kontrakt. Und dann haben Sie wieder die Optionsketten. Und hier haben zum Beispiel die Laufzeit dann dementsprechend bis März. Und wenn Sie sagen, okay, wir sind jetzt bei 2616, also hier, und wir sagen, okay, ich kaufe jetzt hier einen 2635er Call beispielsweise, dann würde das hier dementsprechend 46,75 kosten. Der Multiplikator ist hier bei der Future-Option 50. Und schauen wir uns das mal an. Kostet mich 2.325 US-Dollar. Ja, also 50 mal 46,50. Und das ist mein Performance-Profil. Bleibt der Preis oder fällt der Preis, dann verliere ich die gezahlte Prämie von 2.337 Dollar. Steigt der Preis um 3 oder 5%, dann gewinne ich 900 oder 3.500 Dollar oder sogar noch mehr, je nachdem, wo der Aktienmarkt auch noch hingehen kann. Also Verlust begrenzt, egal wie weit der Markt fällt, auf die gezahlte Prämie, Gewinn nach oben hin hier. Ja, ich sage es mal unendlich, ja, aber Sie sehen es, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt ein Beispiel einer Future-Option. Jetzt kommt eine Frage, gibt es hier verschiedene Emittenten oder ist der Emittent der Anbieter der Handelssoftware? Also bei Optionen gibt es gar keine Emittenten. Es gibt immer nur für jeden Preis, für jedes Produkt eine Option an der Börse. Ja, also es gibt jetzt hier für den 2635er Call mit der Laufzeit, da gibt es nur diese eine Future-Option. Da gibt es also nicht Hunderte von Future-Optionen von verschiedenen Emittenten. Das dürfen Sie nicht verwechseln mit Optionsscheinen. Bei Optionsscheinen gibt es natürlich Hunderte von Banken, die da das Geld mit den verschiedenen selbst aufgesetzten ja, Knockout oder was auch immer, was auch immer da gibt für einen Optionsschein. Da gibt es also diese Emittenten. Direkt hier beim Börsenhandel bei Optionen gibt es keine Emittenten, sondern da gibt es die Market Maker, die da die Liquidität stellen, aber keinen Emittenten dazwischen.
Jetzt kommt die Frage, warum ist die Margin so hoch? Meinen Sie hier bei dem Kauf des Calls? Ja, im Grunde genommen ist da ja keine Margin. Hoch ist die eher beim Verkauf des Calls. Ja, Sie hinterlegen ja praktisch die Prämie, das ist die Margin. Ja, also wenn Sie das jetzt mal hier nochmal schauen. Genau, also der Betrag ist 2300 US-Dollar, das ist dann hier in Euro gerechnet, ja, als Margin. Und beim Verkauf natürlich, wenn ich so eine, da muss ich ja das ganze Risiko selber tragen. Da ist die Margin ungefähr 9000 Dollar. Ja, also da ist die deutlich höher natürlich, ja, als die Prämie, die ich da bekomme. Das zum Thema Margin. Also vielleicht, wenn Sie das jetzt hier sehen, das ist der aktuelle Wert, das ist die Veränderung, das ist nach der Ausführung. Das heißt, hier sehen Sie immer in der Mitte die erforderliche Margin, die dann für diesen Fall geblockt wird. Hier kommt noch eine Frage zu europäischen Optionen im Gegensatz zu amerikanischen. Da geht es also im Grunde genommen nur um die Ausübung. Ja, europäischer Stil heißt, die Ausübung ist nur am Laufzeitende möglich. Amerikanische Optionen können Sie jederzeit ausüben. Ausüben heißt aber nicht kaufen oder verkaufen, ne? Also kaufen und verkaufen können Sie jederzeit, ne? Die Optionen werden jederzeit an der Börse gehandelt. Können Sie heute und morgen jederzeit kaufen und verkaufen. Nur die Ausübung, das heißt der Bezug der Aktien, die Ausübung ist beim europäischen Stil zum Laufzeitende nur möglich, beim amerikanischen aber jederzeit. Das ist der Unterschied. Jetzt kommt noch eine Frage, was kostet mich das, wenn ich die Aktien eingebucht bekomme? Was kostet das an Gebühren? Also ich meine, für die Ausübung zusätzlich entstehen keine zusätzlichen Kosten, wie zum Beispiel beim Kauf von den Aktien. Ist sogar noch weniger. Ich müsste jetzt aber da genau nochmal nachschauen. Habe ich jetzt hier nicht direkt auf den Schirm. Da müsste man nochmal das Ganze sich anschauen. Kommt eine Frage, Ausübung ist doch nicht üblich, das heißt, ich würde gegebenenfalls vor Ende glattstellen oder kommt das doch öfter vor? Ja gut, es kommt schon vor, ja, also wenn ein Kunde nicht reagiert und die Aktie läuft tief ins Geld, dann wird dementsprechend auch ausgeübt, auch ja, je nachdem, ob der Kunde dann dadurch einen Gewinn macht oder Verlust, das ist dementsprechend egal. Aber man kann natürlich vorher glattstellen. Ja, man kann jederzeit reagieren und die Optionen kaufen und verkaufen. Also jederzeit haben Sie die Möglichkeit, vorher vor dem Laufzeitende die Optionen zu handeln. Also Sie müssen jetzt nicht warten bis zum letzten Tag und hoffen, dass dann dementsprechend der Aktienkurs über Ihrem Strike ist oder dergleichen. Sie können also schon vorher die Optionen handeln. Das ist also ganz wichtig. Das sollten Sie auch tun. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen überzogen. Covered Call kommt dann auch im nächsten Teil der Strategie. Und ja, ich freue mich, Sie da nochmal begrüßen zu dürfen. Wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, viel Erfolg an der Börse. Und ich darf mich bedanken, sage bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch an alle und danke fürs Teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.